Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Seid Raptor anzunehmen bei Vista Ventalia im nördlichen Schlingendorm-Tal an dieser Stelle. Könnte aber auch sein, dass die Quest aufploppen kann und ihr sie einfach im Questlog habt. Egal wo es ist, ihr müsst immer dasselbe machen, nämlich was ich euch jetzt zeige. Quest angenommen, dann darf man die Sprechblase hier anklicken. Und wir sind jetzt ein Raptor. Wir haben Sprinten. Ihr seht, hier haben wir auch Anweisungen. Sprecht mit Tan Shang, helft den Jiu, sprecht mit Chiyu und dann kommt aus Zurgewub. Ich schätze, wenn uns die Mobs hier erwischen, steht es schlecht um uns. Können wir hier hinunterspringen? Ja. Auf der einsamen Sprinten können wir benutzen. Und hier ist Tan Shang. Gibt es auch eine Map? Gibt auch eine Map. Indirekt. Hier ist dieser Tan Shang. Sprechblase anklicken. Nutzt die Fähigkeit Netz durchbeißen, um euch durch Netze der Gurubashi zu beißen. Ist auf der 2 gelandet. So. Dann schauen wir mal. Aha, wir können links, rechts nicht laufen, sondern uns nur drehen. Wir müssen Diu helfen. Hier ist der Tenju heißt das. An dieser Stelle. Anquatschen, Sprechblase anklicken. Zählt Lebensmittel von den schlafenden Soldaten der Gurubashi. Ist es da unten? Nein. Müsste hier sein. Schlafende Soldaten der Gurubashi. Ich wurde entdeckt. Ich habe mich durchgebissen, also habe die Fähigkeit auf der 2 benutzt. So, wo sind schlafende Soldaten der Gurubashi? Vermutlich in den Hütten, oder? Ich sprinte mal. Da sind sie. Schaut mal. Einfach rechtsklicken. Ihr habt bereits zu viele Exemplare. Beuten mit Raptorfutter. Sehr gut. Steht im Chat. Ah! 2 nutzen. Wir können jetzt weiterlaufen. Die 2 hat noch Cooldown. Jetzt wurden wir zurück zu ihm geportet. Ihr seht, wenn euch die Wachen erwischen, ist es nicht sofort vorbei. Einfach schnell die 2 nutzen. Anscheinend hatte ich vorhin Lag, weil ich nicht direkt zurückgeportet wurde. Und hier Tenju. Ich habe euch etwas zu essen mitgebracht. Klicken. Nochmal klicken. Wir haben die Fähigkeit, dicke Feuerwandzünden erhalten. Winden. Zusammenwendende Zweige. Hier habe ich rechts geklickt auf dieses Feuer. Und hier die 3 normalerweise. Oh. Ah, damit haben wir sie abgelenkt. Aha, okay. Nochmal. Machen wir nochmal. Anzünden. Jetzt sollten die angelaufen kommen. Okay, anscheinend haben sie einen Cooldown. Müssen wir vermutlich nochmal machen. Jetzt sollte das Feuer gleich erlischen. Oder es erlischt nicht. Kann ich die adden? So. 2. Komm, porte mich weg.
Ja, jetzt wurde ich geportet. Zum Glück wird alles nicht komplett die Quest zurückgesetzt. Feuer nehmen. Maske anzünden. Wir sind jetzt beschäftigt. Mitte 1 vorbeisprintern. Nochmal Feuer nehmen. Hier ist noch eine Maske. Müssen wir wieder anzünden. Vorbeilaufen. Und links halten. Hier nochmal Feuer nehmen, wie es aussieht. Anzünden. Ich sprinte vorbei und wir sind beim nächsten NPC, beim Chiyu. An dieser Stelle. Recht mit Chiyu. Wir haben nun Schädel fallen lassen. Legt einen Schädel auf den Boden ab. Ihr müsst einen Schädel der Gurubishi bei euch tragen. Okay, von wo bekommen wir einen Schädel der Gurubishi? Mal schauen. Ah, da vorne sind Schädel. Sprinten, schnell vorbeidüsen hier. Gesammelt. Und ja, ich muss über diese Brücke. Dann lege ich mal hier so einen Schädel ab. Ah, der flüchtet. Habe ich jetzt freie Bahn? Nein, hier muss ich nochmal Schädel nehmen. Aha, der läuft gerade weg. Ich laufe langsam nach. Und wenn er umdreht, setze ich meinen Schädel. Dann müsste er wieder vor Panik flüchten. Ja, nicht denn? Sonst könnte es sein, dass ihr zum NPC zurückgeportet werdet und müsst das Ganze nochmal machen. So, er kommt zurück. Jo, sieht sehr gut aus. Der Pad hier einfach folgen mit Abstand. Ah, hier kommt was angelaufen. Kann ich ausweichen? Das war knapp. Oh, das ist eine Patrouille. Okay, jetzt müssen wir das Netz nutzen. Eventuell muss ich zurücklaufen und nochmal einen Schädel nehmen. Jo, wir sind bei diesem NPC. Wir brauchen einen neuen Schädel. So. Ihr seht, die Quest kann ein bisschen dauern. Schädel platziert. Weiter geht's. Hier ein bisschen warten, bis die weglaufen. Das ist gar nicht beim ersten Mal passiert. Also quasi Glück gehabt, dass ich hier entdeckt wurde. So konnte man auch das sehen. Da kommt uns dieser Typ entgegen. Schädel platzieren. Zurücklaufen. Kann ich noch einen holen? Jawohl. So. Und dann muss ich jetzt die Patrouille verjagen mit seinem Schädel, schätze ich. Mal schauen, ob das klappt. Da kommt er auch schon. Schädel ist platziert. Aber er hat mich entdeckt. Das heißt, ich muss ihm ausweichen. Schade, die Idee mit dem Schädel war anscheinend falsch. So eine gute Idee von mir. Der kommt gerade zurück, sehr gut. Platzieren. Ich dachte schon, er hat mich entdeckt.
Ah, der läuft gerade weg. Das ist doof. Töte nehmen. Weglaufen. Jetzt ein bisschen Geduld haben. So, hab platziert. Hoffentlich verschwindet jetzt nicht dieser Schädel. Normalerweise nicht. Er ist erschrocken und flüchtet. Die Patrouille kommt. Ich weiche zur Seite aus. Kann ich hier hochlaufen? Kann ich. Da oben ist so eine Tiki-Maske. Ich warte aber, bis die Patrouille zurückkommt, oder? Genau, da kommt sie. Und dann gehe ich zu Tiki-Maske, sobald... Aber ich habe kein Feuer. Wo finde ich jetzt Feuer? Muss ich schauen, da muss irgendwo Feuer sein. Da hinten ist Feuer, schaut mal. Aber Vorsicht, hier ist auch eine Patrouille. Feuer holen. Wieder ausweichen. Warten, bis die Patrouille kommt. Oder geht's jetzt? Kann ich anzünden? Kann ich? Mit Sprintern düsen wir jetzt hinaus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach abwarten, bis die Patrouillen weg sind. Schatten des Verhexers. Oh, ist das Shindo? Oder ist es dieser Hexendoktor? Das ist der Hexendoktor, glaube ich. Ja, der quatscht jetzt mit uns. Blut fürs Mandok hier. Ach, Ogan Aka. Ist das unser Name? Jindo ist es, okay. Und wir haben die Quest geschafft. Quest ist abzugeben bei Pristavin Talia im nördlichen Schlingendomtal an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.